Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Ich habe mal wieder meine Leseproben rausgekramt und ein bisschen was gebastelt, um euch zu zeigen, wie ihr mit Manga-Leseproben selber tolle Sachen basteln könnt. Und zwar habe ich mir für dieses Video ein paar Deko-Stücke und Geschenke überlegt. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ihr Manga-Leseproben herbekommt, dann kann ich euch nur den Tipp geben, fragt im Manga-Shop nach, also falls ihr einen Manga-Laden habt, irgendwie J-Store, Manga-Mafia oder irgendwas. Oder falls ihr mal bei den Verlagen direkt online im Online-Shop bestellt, kriegt ihr eigentlich auch immer welche mit. Und manchmal gibt es auch welche bei Thalia oder Hugendubel. Also fragt da super gern einfach mal nach, wenn ihr da seid. Manchmal liegen die hinterm Tresen, keine Ahnung warum, und sie werden immer nur ausgewählt, mitgegeben. Aber fragt super gern in eurem Manga-Shop oder Buchladen nach, weil ich weiß, dass viele diese Leseproben auch gerne bestellen, wenn sie wissen, dass ihr dankbare Abnehmer dafür seid. Also ich liebe Manga-Leseproben sehr, ihr wisst es ja. Ich habe schon so viel damit und daraus gebastelt und es macht einfach super viel Spaß, weil es einfach auch etwas ist, ja, die kosten halt nichts und damit könnt ihr super tolle und natürlich günstige Sachen selber machen. Und wie gesagt, für heute habe ich mir ein paar Deko-Ideen ausgedacht, die ihr euch selber hinstellen könnt oder die ihr verschenken könnt. Und an dieser Stelle, wie immer, eine Frage an euch. Und zwar wüsste ich heute super gerne, welcher war denn der letzte Manga, den ihr gelesen habt? Ich bin sehr neugierig. Ich bin gerade dabei, Bright Sun Dark Shadows aufzuholen. Das ist so eine Mystery-Serie. Den Anime dazu gibt es auch auf Disney+. Ich hatte den vor 2 Jahren mal angefangen und dann irgendwie pausiert, weil ich ganz viele andere Manga-Reihen hatte, die gerade so ein bisschen Vorrang hatten, die ich erst mal lesen wollte. Aber für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich möchte gerne Bright Sun Dark Shadows einmal aufholen. Ich bin jetzt bei Band 8 und es ist einfach super spannend. Ich kann es kaum erwarten, da weiterzulesen. Und ich bin sehr neugierig, was der letzte Manga gewesen ist, den ihr so gelesen habt. Oder was ihr vielleicht sogar demnächst vorhabt zu lesen. Und damit würde ich auch sagen, ich lege jetzt los. Wie immer findet ihr alle Materialien und was ich sonst noch so verwendet habe unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den DIY-Tutorials und vielleicht sogar beim Nachbasteln. Für DIY Nummer 1 habe ich hier einen Bilderrahmen besorgt. Den gibt es aktuell bei Action. Du kannst natürlich aber auch jeden anderen Bilderrahmen dafür nehmen. Den baust du erst einmal auseinander und legst alles weg, was du gerade nicht brauchst. Ich nehme mir hier dieses Blatt Papier raus. Das möchte ich nämlich gleich verzieren. Und da nehme ich mir eine Manga-Leseprobe von Skip and Loafer, einer meiner absoluten Manga-Highlights aus 2023. Da trenne ich mir hier erst einmal das Cover von ab, denn ich möchte hier bunte Bilder zusammen mit schwarz-weißen Bildern in diesen Bilderrahmen machen. Dafür schneide ich mir ein paar einzelne Bilder und Paneele aus dieser Leseprobe aus. Und diese klebe ich mir dann mit einem ganz normalen Klebestift auf die Rückseite von diesem Papier, was in dem Bilderrahmen drin war. Du kannst dir natürlich auch gerne eine Schablone machen, wenn du das möchtest. Aber ich fand es einfach sehr praktisch, dass dieses Papier da schon so drin war. Deswegen verwende ich das hier einfach. Und nach dem Aufkleben der Bilder drehe ich das Papier dann einfach um und schneide alles, was an den Seiten absteht, noch einmal nach. Du kannst das Bild jetzt einfach so lassen, wenn du das gerne möchtest, also schwarz-weiß. Oder du machst es wie ich und schneidest dir noch ein paar farbige Bilder aus deiner Leseprobe aus, wenn du dann welche hast. Oder du druckst dir einfach welche aus. Und diese bunten oder farbigen Bilder klebst du dann einfach mit auf deine Manga-Bilder auf. Ich habe mir hier zusätzlich zu Shima und Mitsumi noch ein paar Kirschblüten mit ausgeschnitten. Fand ich irgendwie total schön. Das kannst du natürlich auch machen. Oder ein paar Herzen oder Sterne mit aufkleben. Je nachdem, was du möchtest und was gut zu deinem Manga passt. Und dann drehst du dein Bild noch einmal um, schneidest alles, was an der Seite absteht, wieder ab. Und dann kannst du deinen Bilderrahmen schon wieder zusammensetzen. Also einfach die Glasscheibe obendrauf und das Ganze wieder, ja, einsetzen. Und dann hast du dir ein richtig schönes Manga-Bild selbst gemacht. Dieses DIY ist wirklich super einfach, aber ich mag einfach solche simplen Hacks und DIYs
Und ich finde einfach so ein Bilderrahmen mit einem Manga-Bild zu deinem Lieblingsmanga passt immer richtig gut ins Manga-Regal. Und für die nächste Idee verwende ich hier einen Blumentopf. Das ist hier so ein ganz schlichter Blumentopf, den habe ich mal bei IKEA gekauft. Du kannst natürlich auch einen anderen Topf oder eine leere Dose oder sowas verwenden. Und ich bemale meinen Topf hier unten einmal mit knallpinker Acrylfarbe. Ich wollte gern so einen Akzent setzen. Und die Acrylfarbe lasse ich dann erst einmal trocknen. Für den nächsten Schritt habe ich mir eine Manga-Leseprobe rausgesucht und zwar möchte ich jetzt gerne Bilder zu Mord im Dekagon hier verwenden, einem aktuellen Manga von Carlsen. Und diese Bilder möchte ich gerne so quadratisch ausschneiden. Deswegen habe ich mir erst einmal eine Schablone in den Maßen 3 cm x 3 cm gemacht und die verwende ich jetzt einfach, um Manga-Bilder auszuschneiden. Dieser Manga hat mir zuletzt richtig gut gefallen, also ich habe ihn vor kurzem erst gelesen und ich glaube, ich bin gerade dabei, Thriller-Manga für mich zu entdecken, denn die Story hat mich einfach super gefesselt, es war mega spannend und einfach mal wieder was ganz anderes. Es ging um einen Mord, der schon eine Weile her ist und um Studenten, die zu einem Mystery-Club gehören und die diese Insel, auf der dieser Mord geschehen ist, besuchen. Ja, und es ist einfach super spannend, weil natürlich auch hier etwas passiert und alle sind halt total nervös und als Leser weiß man nicht so richtig, wie geht es jetzt weiter. Die Geschichte wird dann aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt. Also ja, hat mir super gut gefallen. Ich habe jetzt Band 1 gerade beendet und bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und deswegen habe ich einfach Lust gehabt, mal ein DIY zu einem etwas aktuelleren Manga zu machen. Wenn du dann alle Quadrate ausgeschnitten hast, dann nimmst du dir nochmal deinen Topf, denn da wollen wir die jetzt alle draufkleben. Dafür brauchst du natürlich einen Bastelkleber. Ich habe hier so einen Flüssigkleber genommen und davon trage ich einfach etwas auf die Rückseite meiner Bilder auf. Und dann klebe ich einfach alle meine Manga-Bilder nach und nach, ja, auf den Topf auf. Ich mache das hier so überlappend, dass jedes Bild über dem anderen ist und das so ein bisschen, ja, wie so eine Kette oder so eine Bordüre einfach aussieht. Das soll gleich so eine Art Windlicht sein. Ich finde es einfach super schön, ganz normale Alltagsgegenstände so ein bisschen aufzupeppen und denen so ein, ja, Manga-Makeover einfach zu geben. Und wenn du dann alle Bilder fertig aufgeklebt hast, dann kannst du in den Topf ein paar Steine reintun, so wie ich das hier mache. Einige der Steine habe ich mir pink eingefärbt, damit es unten zu dem Rand von meinem Topf passt. Und dann kommt natürlich noch ein Teelicht mit rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es super schön, mich hinzusetzen mit einer Kerze, einem gemütlichen Tee und dann einfach Manga zu lesen. Und für solche gemütlichen Lesestunden habe ich gedacht, mache ich hier dieses Manga-Windlicht. Und für Idee Nummer 3 habe ich mir überlegt, eine Wimpelgirlande zu machen. Dafür habe ich mir erstmal zwei Schablonen ausgeschnitten. Eine, die ein bisschen höher und auch ein bisschen größer ist und eine etwas kleinere. Die größere Schablone benutze ich jetzt, um aus einem Stück Tonkarton solche Wimpel auszuschneiden. Dafür zeichne ich meine Schablone einfach erstmal mit einem Bleistift ab. Ich habe mir hier insgesamt 5 Wimpel aufgemalt. Und diese schneide ich dann natürlich aus. Dafür habe ich mir eine Zickzackschere genommen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das sieht ganz cool aus. Ich wollte es einfach gerne mal ausprobieren. Ich hatte für dieses Video Lust, mal wieder ein bisschen was, ja, anderes auszuprobieren. Deswegen habe ich mir diese Zickzackschere geschnappt. Du bekommst solche Scheren zum Beispiel bei Teddy oder im Bastelladen. Und so schneidest du jetzt deine Wimpel alle zurecht. Die sind deswegen ein bisschen höher, damit wir das nachher hier oben einmal umklappen können, um das Ganze auch aufzuhängen. Wenn du dann alle Wimpel ausgeschnitten hast, dann nimmst du dir Manga-Leseproben natürlich
und deine kleine Schablone. Und nach dieser kleinen Schablone schneidest du dir dann entsprechend viele Bilder zurecht, wie du auch bunte Wimpel ausgeschnitten hast. Also für mich wären das hier 5. Ich habe mir jetzt hier 5 Manga-Bilder von ein paar aktuellen Romance-Manga von Ultraverse ausgeschnitten. Und diese Manga-Bilder klebst du dann mit einem Klebestift auf deine Wimpel erst einmal auf. Ich finde, es sieht jetzt schon richtig schön aus. Also es hat schon den Effekt, den ich gerne wollte, mit diesem bunten Wimpel da unten. Es ist einfach schön bunt. Und anschließend klappst du dann alle Wimpel oben so um, dass du zwar noch etwas von dem Bunten siehst, aber ja, hinten so weit umgeklappt ist, dass du jetzt gleich ein Band daran befestigen kannst. Ich habe mir hier so ein pinkfarbenes Garn genommen, einfach in der Länge, wie ich es brauchte, und da habe ich an beide Enden eine Schlaufe gemacht. Du kannst natürlich ein Band nehmen, was du gerne möchtest. Und dann habe ich einfach wieder meinen Klebestift benutzt, um hier oben so ein bisschen was davon aufzutragen und das Band festzukleben, sodass jeder Wimpel gut befestigt ist. Du kannst es jetzt so lassen, aber ich war für dieses Video wieder sehr experimentiv, sagt man das so? Also ich wollte einfach so ein bisschen ja, experimentieren und hatte Lust auf was anderes und habe hier noch solche Blumen gefunden, solche kleinen Röschen, und die habe ich mir einfach auch auf meine Wimpelgirlande mit aufgeklebt. Und ich finde, das sieht wirklich sehr niedlich aus. Also ob du das machst oder nicht, ist natürlich dir überlassen. Du könntest auch kleine Sterne mit aufkleben oder irgendwas anderes. Aber ich finde, es sieht einfach super cute aus. Und so kannst du dir einfach eine richtig schöne, niedliche Wimpelgirlande für dein Manga-Zimmer oder vielleicht sogar für dein Manga-Regal basteln. Und wenn du jetzt bis hierhin geschaut hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare, was heute dein Lieblings-DIY gewesen ist. Ich fand alle sehr cool, also mir haben alle total gut gefallen. Vor allen Dingen die kleine Girlande mit den kleinen Blümchen. Das war so eine Idee, die mir einfach beim Machen gekommen ist. Ich merke einfach gerade wieder, wo ich mehr bastel und mehr DIY mache, dass ich einfach die besten Ideen habe, wenn ich gerade beim Machen bin, also mitten beim Basteln, kommen mir einfach immer die besten Ideen, was ich noch dazu machen könnte. Ich muss aber sagen, mir haben alle 3 DIYs gefallen. Der Bilderrahmen mit Skip and Loafer ist auch super schön. Es ist einfach eine richtig einfache Idee, aber trotzdem so schön, und es macht total Spaß, sowas umzusetzen, also mir auf jeden Fall. Ich mag es total gern, so Bilderrahmen zu verzieren mit Manga-Bildern, gerade aus diesen Leseproben. Wie gesagt, es ist immer ein schönes, super günstiges Geschenk, und wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, die super gerne Manga mag und du genau weißt, welcher ihr oder sein Lieblingsmanga ist, dann bin ich mir ganz sicher, dass so ein Geschenk richtig gut ankommen wird. Also ich bin immer ein dankbarer Abnehmer für sowas. Ich mag das total gerne, deswegen bastel ich das halt auch gerne und ja, stelle es mir dann gerne in meine Manga-Regale. Und wo ich jetzt das hier gerade so sehe, ich habe neulich meine Regale ein bisschen umgeräumt, habe wieder super viel Platz für neue Manga. Und ja, an der Stelle wird es wohl mal wieder Zeit für eine neue Roomtour. Also seid gespannt, es wird demnächst noch eine neue Roomtour geben, denn hier bei mir hat sich einiges verändert. Und auf dieses Video freue ich mich auch schon sehr. Wenn du jetzt noch Lust auf weitere DIYs und Bastelideen zu Anime und Manga hast, findest du hier 2 weitere Videos. Abonniere natürlich super gerne meinen YouTube-Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, auch meine kommende Roomtour nicht. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen traumhaften Tag und freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video hier wiedersehen. Bis dann!